Hallöchen und willkommen zurück zu Planet Coaster. Wir arbeiten heute ein bisschen weiter daran, diese Ecke möglichst fertigzustellen, würde ich mal sagen. Und dazu müssen wir noch ein bisschen Wände hochziehen. Und ja, und dann mal gucken, wie wir das Ganze hier weiter abschließen. Ich hatte ja schon die Überlegung, dass man das hier gut verbinden kann. Und dann nur diese kleine Ecke im Prinzip raussteht, wo man dann das Dach niedriger machen könnte. Und da arbeiten wir doch am besten direkt mal weiter mit. Damit wir das hier fertig kriegen. So, das haben wir auf der Höhe. Das ist natürlich an sich auch Quatsch. Das könnte man noch einen Ticken höher setzen. Dass wir hier bündig ankommen. Ich glaube, das ist besser. Sonst haben wir hier wieder so ein Gefruckeln. Das muss ja nicht sein. So. Ach still. Ja, aber das ist ja nicht schlimm. Das können wir ja trotzdem ruhig hier normal dran anbauen. Hier auch dann auf die Höhe. Wie ist das, wenn wir jetzt das hier auch machen? Stört das? Indirekt ja, ne? Dann haben wir das Problem, was wir hier unten gehabt hätten. Ist es mit dir möglich, hier zu arbeiten? Theoretisch ja, theoretisch aber auch nein, ne? Weil dann haben wir ja immer noch hier oben das Problem. Wenn wir jetzt hier sagen, wir gehen hier höher, haben wir ja hier das Problem. Also von daher war das jetzt auch semi-optimal. Und was ich mich wundere oder frage, warum wir hier keine einheitliche Höhe drin haben. Möchte ich das noch ändern? Das ist halt jetzt die Frage. Dann müssten wir das alles runtersetzen, ne? Weil das hier ist alles an dem angepasst. Du bist ein eigenes Gebäude. Nee, du bist kein eigenes Gebäude. Wir probieren das mal. Nicht den Busch. Nicht den Busch. Ach, ich habe gesagt nicht. So. Den wieder weg. Danke. Schnappen wir uns mal eben alles. So. Und das müssten wir jetzt ein Stück runter, ne? Ob das jetzt gut geht. So, es wäre hier ein Stück runter, nicht. Es passt nicht zu 100% überein. Nein, ich habe doch geklickt. Passt nicht zu 100% von den Übergängen, aber dadurch, dass wir die Säule hier hochziehen, kriegen wir das eventuell kaschiert. Ich weiß, warum wir das so hoch hatten. Hier wegen. Wobei, das kann ja auch so bleiben, ne? Das ist ja nicht schlimm. Das ist ja, glaube ich, nicht das Problem. Hier drin auch. Wir hatten das hier drin auch angepasst, ne? Da waren die Probleme. Ich lasse das jetzt so. So. Mensch. Okay. Wenn wir jetzt sagen, wir lassen das nur so hoch. Beziehungsweise machen hier auch diese Dachwelle rein. Wie habe ich die denn hier gemacht? Erst hoch und dann flach. Also brauchen wir erst den Kollegen. So. Beiden Seiten. Dann brauchen wir ein gerades Stück. Und die hineingebogene Welle.
Oh, wie toll das aussieht. Gefällt mir jetzt schon, ne, wenn ich das nur sehe. Und da machen wir jetzt das Dach drauf. Dann müssen wir das hier einmal wieder rausnehmen. Dächer sind ja zum Glück nicht allzu viele da. Ja, da haben wir es schon. Und dich einmal hier hin. Perfekt. Ja, dann würde ich das so hier als Dachabschluss anbringen. Und hier am Rand dann eventuell noch mit diesen Säulen wieder arbeiten. Mit denen hier. Dass wir das nochmal wieder aufgreifen. So, da haben wir sie doch. Einmal bitte in weiß mit blauem Zäunchen. Winkel an. Und drehen. Machen wir erstmal nach oben. Oh, nein. Nee, nein. Hätte wieder Probleme. So. Schön hier an die Ecke. Es muss ja nur so ein Stück rausgucken. Hier genauso. Dann würde ich das hier mit dieser Kante perfekt abschließen. Doch, das sieht auch von der Seite gut aus. Perfekt. Das heißt, können wir natürlich entweder sagen, wir machen es so. Oder wir drehen es. Also finde ich, glaube ich, schon ganz gut. Ich jetzt hier in die Innen. Ja, aber hier ist dann wieder doof. Als da höher geht. Wobei, da können wir dann nochmal einen hinsetzen. Und das ist jetzt auch nicht das Ding. Und hier drüben hätte ich noch gern einen. Den wird man nämlich wahrscheinlich auf jeden Fall noch ein Stückchen sehen können. Bis wir da den Berg hinziehen. Ist das, glaube ich, schon mal ganz gut. Sehr schön. Es gab doch auch... Ach nee, da ist jetzt wieder, ne? Da gibt es, glaube ich, wieder nur diese weißen von, ne? Hier, genau, die hier. Die nur in längs. Die gibt es dann nur in weiß. Das finde ich ein bisschen komisch. Und hier müssen wir jetzt gucken, wie wir das machen. Weil so funktioniert das nicht. Außer wir sagen halt... Wir machen es... Nerv mich doch nicht hier, Spiel. So. Außer wir sagen, wir machen es halt so. Wenn wir da wieder so Pseudo-Glitch-Wände, ne? Nein. Ein paar besser als... was rausstehendes. Wenn man da dann halt so ein... Ja, ist halt okay. Ist halt okay. So. Und die Wand können wir jetzt hier... So, wir sind, müssten doch in dem Gebäude sind wir. Rastergröße bitte. Können wir jetzt hier dicht machen. Dann wäre das die Frontansicht. So, jetzt auch wieder die Rastergröße ändern bitte. Und die Rasterhöhe ändern. Oh, Spiel. Bin ich denn da jetzt richtig drauf? Sieht so komisch aus. Doch, das sieht gut aus. Und nochmal hier oben. Da können wir jetzt den kleinen Knubbel nach oben draufsetzen. Ich glaube, wir müssen das Ganze alles ein Stück tiefer ziehen. Das ist ja auch nicht das Problem. So, wieder dahin rutschen. Und genau, dann auf diese Höhe. Perfekt. Sehr gut. Finde ich gut da. Schnappen wir uns die beiden noch. Guck mal, dann machen wir das richtig schön hier heute vorne.
Ihr könnt dann auch bis hier oben. Ja, von mir aus direkt so. Auch okay für mich. Nee, ich wollte das gar nicht anklicken. Wobei, die Säule stimmt, die können wir löschen. Die sieht eh kein Mensch mehr. So. Hätten wir das schon mal. Wobei ich gerade echt am Überlegen bin, ob wir diese Säule nicht auch hier hin machen. Ich glaube, das würde mehr Sinn machen als diese weiße Säule. Die hatten wir ja hier genau, um das irgendwie so ein bisschen zu kaschieren. Das möchte ich auch mal probieren. So. Wir haben hier so viele, die ineinander gehen, ne? Vielleicht können wir uns dann hier einen sparen. So, nee, ihr seid schon... Nee, nee, nee. Können wir da nicht. Zurück! So nämlich. Und hier wollte ich den ja auch noch einen höher ziehen. Von mir aus bis da. Und dann können wir hier für die Optik den hier rüber noch ziehen. Der Rest wird ja vom Berg verdeckt sein. Und das Ganze können wir jetzt auch noch hierhin ausweiten. An diese Schnittstellen. Das passt dann auch sehr gut. Oh, mal diese Halle. Sehr gut mit dem Dach. Wir müssen das nur einmal hier verlängern noch bis zum Boden. Wir sind am Boden. Ich sehe es nämlich nicht. Wir sind sogar im Boden. Ja, nee, das ist doof. Würde mich schon freuen, wenn man die Ständer da unten, die Säule da unten noch sieht. So, perfekt. Das gefällt mir doch gut. Okay, dann machen wir bei dem Gebäude weiter mit dem Dach. Weil wir kommen heute echt gut voran, finde ich. Mensch, Mensch, Mensch. Machen wir auch erstmal wieder hier die untere Rundung. Ist wie hier echt so komisch vom Winkel her gewesen. Von der Höhe her müssen wir auch nochmal rumspielen. Das wäre dann die Höhe. Und rausstehen würde es, glaube ich... Wie weit steht das da raus? Nicht wirklich weit, ne? Gehört ihr zueinander? Ne. Da haben wir eigene Gebäude rausgemacht. Deswegen. Alles klar. Okay, pass auf. Dann kopieren wir euch. Ziehen euch hier rüber. Ich dachte jetzt, das hätten wir direkt mit an die Wand angebracht, aber haben wir gar nicht. Warum auch immer. Oh, das sieht doch schon gar nicht so schlecht aus. Ein Stückchen vielleicht nachdrehen. So. Sehr gut. Schön über die Kante. Stück rüber. Dann haben wir da oben auch schon mal den schönen Übergang. Ja, perfekt. Sehr gut. Bist du... Ja, du bist eine Flucht hier, ne? Pass auf, dann können wir dich bearbeiten und einfach größer machen. Zwar bis da. Fertig. Jetzt brauchen wir dich nochmal hier hin. Ah, gar nicht so lang, aber... Das
Passen wir jetzt hier auch noch eben an. Und dann haben wir doch schon mal die Front soweit fertig, würde ich sagen. Na, na, so. Ja, das ist doch eigentlich ganz okay. Vielleicht noch so ein Millimeter runter. Irgendwie sieht das ganz komisch noch hier an der Kante aus. Weil es eigentlich schon okay ist, ne? So. Dann wäre das zumindest hier diesen unteren Teil von der Halle das, was man von hier sehen würde, wenn man hier drauf zuläuft. Ich finde das schon gar nicht so schlecht. Wir müssen auf jeden Fall die Säulen hier nochmal weiterziehen. Bitte einmal nach draußen. Und dann müssen wir euch auf jeden Fall drehen. Vielleicht sogar im Winkel. Ja, ah, das ist doch perfekt. So, hier in die Lücke. Und dann auch nochmal hier hin. Die ist vielleicht ein bisschen weit rein. Habe ich gar nicht so drauf geachtet. Na. Mir die Säulenstücke. Danke. Ziehen wir noch ein Stück raus. So. Wunderbar. Die können wir uns jetzt auch nochmal hier rüberholen. An diese Stelle. Oh, nur so ein Stück in die Wand. Perfekt. Und nochmal hier hin und dann haben wir das. Mal nämlich auch hier diesen Übergang schön kaschieren. So. Doch, das finde ich schon mal sehr gut von der Außenfassade her. Hier mit dem Dach an der einen Stelle bin ich halt noch nicht so mega happy, aber damit es von innen halt gut aussieht, muss das halt. Ich weiß nicht, wo ich da mehr den Fokus drauf legen möchte. Ich glaube schon von innen als von außen. Von daher passt das schon ganz gut. Ja, doch. Da, dann können wir hier nämlich noch ein bisschen mit Bepflanzung dann arbeiten, beziehungsweise halt auch noch Laternen, Beleuchtung, wie auch immer. Ich versuche jetzt mal zumindest an dieser Ecke den Berg schon mal so weit zurechtzuziehen, dass es hier passt. Oh, er speichert gerade wieder, ich merke es. So, wir machen mal die Stärke nicht ganz so stark. Dann gucken wir, dass wir hier irgendwie vorsichtig und hübsch das Ganze gestaltet kriegen. Ja, nochmal so ein bisschen so. Das kann dann natürlich noch bepflanzt werden. Machen wir hier so ein bisschen Kraterlandschaft reinbauen. So. Mal halt gucken, dass das halt von hier auch gut aussieht. Jetzt mal den ganzen Berg wieder zurückholen. Und ich glaube, wir sind jetzt hier schon in der Halle.
Aber da können wir ja von innen dann noch wieder weglöschen. Das ist ja nicht das Problem. Ach, hier geht's dann gar nicht wegen der Station. Okay, das ist auch schon mal gut zu wissen. Dass wir hier gar nicht großartig weiter ranziehen könnten. Ich glaube, hier würde ich schon den Großteil von der Halle noch verstecken wollen. Ich weiß nicht, ob wir hier noch sehr viel höher gehen. Vielleicht so an einer Stelle halt. Unbedingt überall. So sieht natürlich noch komisch aus mit diesem einen kleinen Nippel hier. Komm mal hier. Ja. Ja, auch den Berg generell hier nach hinten wieder abflachen. Das muss ja nicht so ein riesiger Berg sein. Die Lücke würde ich auch gerne verstecken. Ja, gut. Sind wir hier. Und das wieder wegmachen. Genauso wie hier. Wunderbar. Hier habe ich auch irgendwas hochgeholt. Nicht sein soll. Okay. Haben wir da was durchglitschen? Minimal. Das kriegen wir aber auch ganz einfach weg. Sieht es doch von drinnen auch schon mal soweit gut aus. Hier muss man irgendwie noch die Lücke schließen. Das ist auch noch komisch. Wenn man da so reingucken kann. Also wenn man hier mit dem Zug fährt, kann man hier ja reingucken. Das ist noch nicht ganz so schön. Vielleicht kriegen wir das noch irgendwie ein bisschen mehr geschlossen. So. Und dann können wir natürlich hier noch dran gehen und sagen, ja, hör mal, irgendwie so generell Ganze mal abflachen. Muss ja hier nicht so dieser riesige Berg sein. Vielleicht kann man hier ja auch noch themengebietmäßig, ist ja an sich noch eine Menge Platz, dass man hier irgendwas noch zaubern könnte. So ein kleiner Bereich. Das ist ja bisher nur der Ausgang von dem Fahrgeschäft, aber theoretisch kann man das hier nochmal ein bisschen breiter den Weg machen als ganz normalen Weg und dann hier auch noch attraktionsmäßig irgendwas schaffen. Das ist ja auch immer noch eine Option. So, jetzt rauen wir hier nochmal ein bisschen rum. Bisschen Struktur reinkriegen. Und wir pinseln da auch noch einmal drüber. Dass sich das hier dann anpasst an das restliche Gedöns. So. Und ein bisschen hiervon drüber. Und dann hatten wir, glaube ich, ein bisschen hiervon drüber. Ja. Nö. Passen wir hier halt so ein bisschen an. Gut. Bisschen felsiger hier an den Ecken. Wird aber dann eh noch bepflanzt und kaschiert und hier dieser kleine Lümpel kann mal ein bisschen steiniger werden. Um den Rest kümmern wir uns dann nach und nach. So. Gut. Haben wir das doch auch schon mal soweit. Finde ich, sieht dann von hier optisch auch ganz okay aus. Okay, warte mal, das hier müssen wir noch
wieder richten. Das ist nicht ganz so gut gelungen. Ja, glätten ruhig ein bisschen stärker, damit hier auch was passiert. So. Da so sehr abgesenkt. Ist jetzt so zerstört hier. Oh nee, warte. Nee, das war jetzt falsch. Das habe ich da so reingebaut gehabt, ne? Dass das. Das kriegen wir irgendwie hübsch. So. Da kann man dann ja auch noch mit Steinen arbeiten, um das irgendwie dann anzugleichen. Das muss eh noch hübscher verbaut werden. Aktuell ist das ist ja auch nie fertig geworden. Das ganze Gebäude ist ja nie fertig geworden. Ja, schrecklich hier. Schrecklich, schrecklich. So. Okay, aber ich würde sagen, damit sind wir schon wieder am Ende angekommen. Die Zeit ist schon wieder dahin geflogen, wie im Fluge. Diese vordere Front würde ich jetzt erstmal grob als fertig betiteln. Wir müssen natürlich noch irgendwas hier auf das Schild schreiben. Wie die Bahn heißt, keine Ahnung, wie dieser ganze Komplex heißt oder irgendwie sowas. Und dann können wir uns in der nächsten Folge vielleicht weiter hier drin nochmal beschäftigen. Die Warteschlange hier nochmal ausbessern. Da sieht man noch so ein bisschen grau durch. Die ist noch so ein bisschen trist und langweilig. Genauso wie hier hinten die Kammer. Die ist auch noch sehr unspektakulär. Ich weiß auch nicht, ob wir da noch groß was reinbauen, so optisch gesehen. Die Wand hier hinten würde ich dann gerne noch verkleiden. Oh, jetzt sind wir hier terrainmäßig doch überall so ein bisschen durchgebrochen wieder. Mach doch den Nüpsel da weg. So. Perfekt. Dass wir die auf jeden Fall noch austauschen, um uns da an die restliche Halle anzupassen. Wir könnten das Ding auch mal wieder anschmeißen. Und dann arbeiten wir uns jetzt hier so ein bisschen weiter im Kreis der Strecke entlang, würde ich sagen. Und ja, dann fehlen eigentlich nur noch die Säulen. Ein bisschen Dekoration und dann sind wir, denke ich mal, hier mit der Innenhalle auch fertig. Dann geht es nur noch darum, hier den ganzen Kack zu verstecken. Dass das nicht mehr so hässlich aussieht. Das müssen wir noch alles irgendwie versteckt kriegen, aber das kriegen wir auch noch hin. Sehr gut. Und bei dem Gebäudekomplex, ich glaube, da bleiben wir auch erstmal bei dem Grau und versuchen, das irgendwie noch anders zu kaschieren. Bin ich mir noch nicht so sicher. Werden wir aber auch noch sehen. Ich bedanke mich dann an dieser Stelle jetzt aber erstmal fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch wie immer gefallen und ihr seid dann in der nächsten Folge wieder mit dabei. Bis dahin. Tschüsselü!